Kennst du das Problem, wenn du am helligsten Tage offenblendig fotografieren oder filmen möchtest und der ISO-Wert schon komplett nach unten gestellt ist, die Verschlusszeit auch schon am Maximum ist, dann habe ich folgende Abhilfe für dich, nämlich einen variablen ND-Filter. Viel Spaß! Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es, wie gesagt, um variable ND-Filter. Ich habe viele Fragen von euch bekommen, ob ich nicht in Zukunft auch mal Videos zum Thema Filter machen kann. Heute das erste, wie gesagt, dazu. Und ich möchte als erstes dir mal genauer erklären, was so ein ND-Filter eigentlich macht. Ein ND-Filter kannst du dir vorstellen wie eine Sonnenbrille. Ehrlich gesagt, ich bräuchte gerade auch einen, denn ich stehe mitten in der Sonne und es ist schon relativ schwierig, überhaupt jetzt noch gerade auszugucken. Also eine Sonnenbrille verdunkelt ja quasi so ein bisschen das, was ihr seht. Und das macht im Endeffekt auch ein ND-Filter. ND steht für Neutral Density und übersetzt heißt das Graufilter. Und dieser Graufilter macht, was er eigentlich sagt, er verdunkelt das Bild so ein bisschen und zwar in einem neutralen Grau. Bedeutet, eigentlich sollte es keine Farbabweichung geben. Das ist in der Praxis relativ schwierig und ich kenne ehrlich gesagt wenig Hersteller, die das schaffen, ohne eine Farbabweichung zu arbeiten. Also entweder geht das Ganze immer so ein bisschen ins Bläuliche und manchmal auch so ein bisschen ins Wärmere. Wenn du meine Dubai-Videos gesehen hast, dann hast du ja festgestellt, dass ich auch dort viel mit Filtern fotografiert habe. Das waren aber große Filter, die eine bestimmte Stärke jeweils hatten. Dadurch, dass ich viel Landschaften und Städte fotografiere, fotografiere ich also auch sehr weitwinklig. Und das bedeutet, dass man relativ große Filter braucht. Und die sind in meinem Fall 150 mm. Also sehr, sehr große Filter. Und das Problem bei diesen Filtern ist dann auch noch, dass die eine bestimmte Stärke haben. Also zum Beispiel ein 3-Stop-Filter, der also 3 Blendenstufen abdunkelt. Oder ein 10-Stop-Filter, der ganze 10 Blendenstufen insgesamt abdunkelt. Der Vorteil hier bei diesem Filter jetzt ist, dass ich, wie gesagt, variabel bin. Bedeutet, wenn ich jetzt auch an diesem Filter hier einfach mal drehe, der an der Kamera dran ist, dann wirst du sehen, ja, dass ich das stufenlos verstellen kann. Und das ist erstens ein großer Vorteil, weil ich jetzt nur noch einen Filter für verschiedene Stärken hin und her schleppen muss. Und der zweite große Vorteil ist auch bei dem Filter jetzt, dass er relativ klein ist. Jedes Objektiv hat hier einen anderen Durchmesser und dementsprechend ist das jetzt hier zum Beispiel ein 72 mm Durchmesser. Den gibt es aber auch zum Beispiel in 77 oder 82 mm. Da musst du dann einfach mal bei deinem Objektiv gucken, welche Größe das Ganze hat. Das kann also auch durchaus passieren, dass du diesen Filter in verschiedenen Größen kaufen musst, je nachdem, welche Objektive du selber zu Hause hast. Aber grundsätzlich würde ich mal behaupten, dass so ein variabler ND-Filter schon ein bisschen platzsparender ist und insgesamt du dir auch weniger Filter kaufen musst. Natürlich gibt es auch Adapterringe. Das funktioniert natürlich aber nur in eine Richtung. Das bedeutet, wenn du einen relativ großen Filter hast und ein kleineres Objektiv, dann kannst du auch mit Adapterringen arbeiten und brauchst dann entsprechend nur einen Filter. Wofür brauche ich so einen ND-Filter eigentlich? Also zum Beispiel, wenn ich Wasser fotografieren möchte oder Wasserfälle, dann kann ich damit die Verschlusszeit verlängern und das Wasser entweder ein bisschen glatter ziehen oder einfach ein bisschen weicher machen. Ich kann Lichtstreifen von Autos fotografieren, wenn es noch nicht komplett dunkel ist und die Verschlusszeit noch nicht ausreicht. Ich kann auch Wolkenzieher machen, also wenn Wolken besonders schnell sich bewegen und ich dann zum Beispiel eine Minute lang belichten kann, dann verwischen die auch so ein bisschen. Das gibt einen sehr coolen Effekt und all diese Möglichkeiten habe ich, wenn ich so einen ND-Filter benutze. Ich habe hier ganz speziell jetzt den Filter von der Firma Nisi in der Hand. Hat natürlich auch den Grund, dass ich selber Nisi Brand Ambassador bin und schon seit mehreren Jahren mit diesen Filtern arbeite. Und ich möchte dir jetzt auch noch mal ganz kurz erklären, was ich an diesem Filter ganz speziell so besonders finde. Das erste ist, man hat hier so eine kleine Schraube drin. Bedeutet, ich muss jetzt nicht irgendwie anfangen, hier mit den Händen irgendwas rumzudrehen, sondern ich kann einfach hier an dieser Schraube diesen Filter verstellen. Hat den großen Vorteil, dass ich jetzt hier höchstwahrscheinlich keine Fingerabdrücke mir versehentlich auf den Filter packe. Der zweite große Vorteil ist, dass ich hier einen automatischen Stopp drin habe. Das heißt, ich kann ihn in beide Richtungen nicht weiter drehen als das Maximum. Und das hat den großen Vorteil, dass ich den sogenannten X-Effekt in diesem variablen ND-Filter nicht drin habe. Der X-Effekt entsteht immer dann, wenn ich zu weit drehe bei einem billigen Filter, wenn ich hier also nicht diesen Stopp drin habe, dann entsteht nämlich eine Überlagerung von dem Minimum des Effekts und des Maximums von dem Effekt. Und dann entsteht ein sogenannter X-Effekt, bedeutet, dass dann die Abdunklung nicht mehr gleichmäßig auf dem gesamten Bild verteilt ist. Und das hat man jetzt hier in diesem Filter sehr schön gelöst, weil ich, wie gesagt, das Maximum und das Minimum hier nicht überdrehen kann.
Der Filter ist außerdem nanobeschichtet, ist wasserabweisend und man kann sehr, sehr einfach auch Schmutz und Fettflecken entfernen. Und außerdem kommt er gut verpackt, geliefert und man kann diese Verpackung auch sehr schön nutzen, um ihn im Rucksack sicher zu transportieren. Den Filter gab es bereits in einer 1,5 bis 5 Stop Variante, bedeutet, ich konnte von 1,5 Blendenstufen bis 5 Blendenstufen stufenlos abblenden und jetzt ab heute gibt es den auch noch mal in 5 bis 9 Blendenstufen. Also die Stärke Variante davon, wenn mal wirklich viel Licht da ist und du stärker abblenden musst, dann gibt es den seit heute auch in dieser Form. Jetzt haben wir genug theoretisch erzählt, jetzt möchte ich diesen Filter auch mal in der Praxis testen und mir geht es besonders darum, bei solchen ND-Filtern einmal darum, wird das Bild unschärfer durch so einen Filter und zweitens haben wir eine Farbverschiebung drin. Und das beides möchte ich jetzt mal testen. Wir werden jetzt mal ein paar Fotos und ein paar Videos machen, sowohl mit Filter als auch ohne Filter und dann schauen wir uns den Unterschied in der Schärfe und in der Farbe an. Schauen wir uns das Ganze einmal an im direkten Vergleich in dem Video ohne Filter. Sieht das Ganze so aus und wenn wir jetzt den Filter draufschrauben, dann sieht man so ein ganz kleines bisschen eine Verschiebung Richtung Grün, aber die ist wirklich, wirklich minimal. Genau das gleiche auch bei den Fotos. Hier ist das Foto ohne Filter und hier ist das Foto mit Filter. Also du siehst auch hier eine ganz leichte Farbverschiebung Richtung Grün, aber die ist so minimal, dass sie schon fast nicht zu beachten ist, beziehungsweise kann man die mit einem ganz einfachen Klick dann in Lightroom beziehungsweise auch in Premiere oder anderen Videobearbeitungsprogrammen entfernen. Wenn ich jetzt mal näher ranzoome hier an das Foto, dann können wir auch nochmal die Schärfe beurteilen. Hier siehst du auf der einen Seite das ganze Foto ohne Filter und hier auf der Seite das Foto mit Filter. Und auch hier können wir jetzt mal die Schärfe beurteilen. Wenn man mal genau in mein Gesicht reinzoomt, dann stelle ich da keinen großen Unterschied fest. Also die Schärfe bleibt so komplett von dem Objektiv erhalten, auch wenn wir hier mit einem Filter arbeiten. Wenn du jetzt selber Interesse an diesem Filter bekommen hast, dann schau mal auf die Internetseite von Nisi, nisitopics.de. Den Link packe ich dir auch nochmal unten in die Videobeschreibung. Und natürlich auch als kleinen Bonus für euch gibt es dazu noch einen kleinen Rabattcode. Den blende ich euch auch nochmal hier ein. Da könnt ihr 5-10% nochmal sparen auf die Nisi-Produkte. Ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr selber Filter benutzt. Wenn ja, welche Filter? Und ob ihr vielleicht auch selber einen variablen ND-Filter benutzt oder doch eher die festen ND-Filter. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn dem so ist, könnt ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Schreibt nochmal, wie gesagt, unten in die Kommentare eure Meinung. Es würde mich sehr interessieren. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten und vergiss auch nicht, mir auf Instagram zu folgen. Also, mach's gut. Ciao.